Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Euro Truck Simulator 2 Let's Plays. Folge 101. Wir stehen hier noch in Tirana, der Hauptstadt von Albanien. Hier hat sich mittlerweile jemand vor uns gestellt. Jetzt müssen wir uns ein bisschen rauswenden oder so. So wie jetzt kann es weitergehen. So. Ja, und das ist jetzt wieder eine neue Aufnahme. Ich habe beim letzten Mal nur eine einzige Folge aufgenommen, weil ich ein bisschen unter Zeitdruck stand. Wollte aber unbedingt eine rausbringen. Heute versuche ich nochmal mehr aufzunehmen als vorher. Und ich wollte gerade bei einer grünen Ampel anhalten. Finde ich denn völlig Banane. So, und gestern war das, glaube ich, da, also am 1. Januar, glaube ich sogar, war das. Da, kam eine neue Version der Truck-Sim-Map raus, der TSM. Und zwar die 4.5.3. Das ist aber nur eine Version, bei der Bugs behoben wurden. Es kam also nichts Neues dazu. Es hat sich ja auch nur die dritte Ziffer geändert. Wenn sich die dritte Ziffer geändert hat, dann kommt ja nichts Neues dazu. So, aktiviert ist die hier noch nicht, denn ich habe die Befürchtung, dass wir dann nochmal dass dann der Auftrag abgebrochen wird, und das wäre sehr ärgerlich. Schließlich sind wir schon in Albanien und haben es nicht mehr weit bis nach Griechenland, beziehungsweise Kavala, was unser Ziel sein müsste. Genau, Kavala ist unser Ziel. Und ja, ich habe auch letztens mal wieder das Spiel neu installiert. Das war auch eine lustige Geschichte. Naja, weniger lustig für mich. Und zwar ist bei mir wieder so ein Fehler aufgetreten, der eigentlich nur bei Leuten auftritt, die eine gecrackte Version des Spiels haben. Und zwar, während dem Fahren mit dem Auftrag kommt dann ein Ladebildschirm, und wenn der fertig geladen hat, ist der Auflieger weg und der Auftrag gleich mit. Oh, da steht ein Hund an der Mülltonne. Cool. Ja, den Fehler hatte ich da, und dann habe ich mir gedacht, dann installiere ich das Spiel schnell neu. Macht ja nichts. Ich habe ja die runtergeladene Datei. Ich habe es ja per Download gekauft. Und dann wollte ich einfach die runtergeladene Datei nochmal neu installieren. Und dann wäre das ja alles erledigt gewesen. Hätte nur ein paar Minuten gedauert. So, dann habe ich das installiert. Okay, war installiert. Dann wollte ich noch den DLC dazu installieren. Dann hieß es, geht nicht. Ich frage mich, wieso geht denn das nicht? Dann wollte ich erstmal einen Patch drauf machen, bevor ich den DLC installiere. Und dann hat der Patch gesagt, die Quelldatei ist beschädigt. Dann habe ich gewundert. Dann habe ich das Spiel nochmal neu installiert und habe es nochmal ausprobiert. Also ich muss ja den Patch sogar erst runterladen. Das war ja, hat auch noch ewig gedauert, weil irgendwie das Internet so ewig gebraucht hat oder der Download irgendwie gedrosselt war oder so. Und dann hieß es schon wieder, die Quelldatei ist beschädigt. Und dann habe ich mir schließlich nochmal das ganze Spiel neu runtergeladen, und dann ging es endlich auch, ohne dass ich vorher Patch installiere. Dann habe ich einfach nur die Gold-Version runtergeladen, also Grundspiel und DLC zusammen runtergeladen, installiert. Dann ging das Ganze auch wieder, nachdem ich den Code vom DLC eingegeben habe. Ja, seitdem läuft es auch wieder. Hoffen wir mal, dass nicht jetzt auf einmal wieder was passiert. Denn das wäre ja natürlich sehr ärgerlich. Ach ja, ich danke auch nochmal an die vielen Kommentare, die ich in letzter Zeit bekomme. Mittlerweile dürfte unter jedem Video ein Kommentar sein, mindestens. Teilweise sogar mehr. Das freut mich. Es gibt eigentlich für mich, also was das Leben als YouTuber angeht, gibt es für mich eigentlich nichts schöner, als Kommentare zu lesen und zu beantworten. Und persönliche Nachrichten zu lesen und zu beantworten und sowas. Denn, das ist ja das, was man als Let's Player macht. Man macht ja Videos nicht nur für sich, das habe ich auch schon beim letzten Video gesagt, man macht das ja für die Zuschauer. Und so,
Und ich finde, sobald mindestens einer zuschaut und einen Kommentar schreibt, hat sich das für mich schon gelohnt. Also dann macht das richtig Spaß. Wenn ich einen videobezogenen Kommentar bekomme oder auch nur ein Lob, und wenn es kein Kommentar ist, dann wird dann eine positive Bewertung. Das ist schon so viel Motivation, dass sich das Video machen schon gelohnt hat. Also, wer mich glücklich machen will, Kommentare schreiben, ne? Ja, was gibt es noch zu erzählen? Ja, wenn ich gerade beim Thema Let's Playen bin, dann habe ich mir mal auch überlegt, kann ich auch mal ein bisschen erzählen, was meiner Meinung nach ein gutes Let's Play ausmacht. Denn ich bin ja nicht nur jemand, der selbst Videos macht, ich bin ja auch jemand, der guckt, das Videos guckt, und das mache ich ja eigentlich noch mehr, als dass ich Videos selbst mache. Ich gucke ja auch häufig. Wenn ich keine Videos geguckt hätte, dann wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen, selber welche zu machen. Also, ja, ist eigentlich, ich glaube, es ist mehr Zeit, die ich ins Video gucken investiere, als ich ins Video machen investiere. Naja, von Zeit zu Zeit, manchmal ist es auch weniger. Kommt auch an, wie ich Zeit habe oder was ich sonst noch nebenbei mache. Und zwar, also ich beziehe mich jetzt, wenn ich jetzt Sachen sage, wo ich finde, was ein gutes Let's Play ausmacht, das sind jetzt hauptsächlich der Bereich vom Kommentar her und nicht vom Technischen. Vom Technischen habe ich nicht ganz so viel Ahnung, aber ausreichend, um mehr oder weniger vernünftige Videos zu machen, wie ich finde, von der Qualität her. Obwohl Bild- und Tonqualität ist, denke ich, mal in Ordnung. So, was die Kommentare angeht, da gibt es ja so ein paar Grundregeln, finde ich. Wenn man die beachtet, dann ist der Kommentar eigentlich vernünftig. Und zwar, zum einen ist es, dass man ja bei der Sprachmelodie, die man da benutzt beim Reden, ist mir auch ganz wichtig, dass man nicht so aufgesetzt spricht, also nicht so tut, als wäre man total aufgeregt und so und mit voll Elan reinlegen, obwohl man den gar nicht verspürt. Natürlich, man sollte nicht so monoton reden, denn das ist ja auf Dauer so ein bisschen langweilig, sondern schon eine Melodie beim Sprechen haben, also so tonen, aber aufpassen, dass es nicht aufgesetzt wirkt. Es muss halt ganz natürlich wirken, als würde man sich mit einem anderen Menschen unterhalten. Da redet man ja auch nicht so, ja, und voll cool und ne, ja, oder so. Also natürlich. Ich weiß nicht, kann sein, dass bei mir das manchmal ein bisschen monoton klingt, das kann gut sein. Aber ich versuche da immer, ja, natürlich zu wirken und nicht zu langweilig, aber auch nicht zu aufgeregt. Sondern ganz entspannt. So, da sehe ich nämlich immer bei anderen Leuten, die diesen Fehler machen und einfach denken, das kommt gut an, wenn sie total aufgeregt reden und so total viel Emotionen in die Stimme reinlegen, mehr als sie überhaupt verspüren. Denn ja, kommt nicht so gut. Andererseits gibt es dann natürlich auch das andere Beispiel, dass Leute total monoton reden und total gelangweilt wirken. Das darf auch nicht sein. Eine andere Sache, ich kann auch mal überholen, wenn der so langsam fährt, oder? Wenn gerade keiner kommt. Ich gebe jetzt einfach Gas und ziehe vorbei, wenn keiner kommen will. So schnell ist der jetzt gar nicht. Ich hätte eigentlich vorbeiziehen können. Ich lasse ihn mal ein bisschen vor, dann kann ich Anlauf nehmen. So. Eine andere Sache, was auch ganz wichtig ist, also finde ich jedenfalls wichtig, ist beim Sprechen keine besonders langen Pausen zu machen. Wenn man in einem Let's Play über längere Zeit, über viele Sekunden nichts sagt, dann wirkt das Let's Play, wie ich finde, langweilig. Also, dann kann ich mir auch ein Gameplay-Video anschauen. Also, ich finde, man muss versuchen, immer irgendwas zu sagen. Natürlich soll das nicht vollkommener Schwachsinn sein, den man von sich gibt, sondern irgendwas, was zum Thema passt.
Aber ich finde, es ist wichtig, dass man immer etwas findet, was man sagen kann. Wenn man sich ständig wiederholt, ist zwar auch nicht so toll, aber ich finde, wenn man sich wiederholt, ist es immer noch ein bisschen besser, als wenn man gar nichts sagt. Ein Let's Play wird ja auch vom Kommentar geprägt, und wenn der wegbleibt, dann ist es ja keins. Was ist denn hier los? Wieso warten die alle? Wollen die, ja, die wollen, dass wir nochmal warten. Nochmal eine Ampelschaltung, Periode, wie auch immer warten. Na gut, wie ihr wollt. Wie fahren wir denn jetzt hier? Ich würde sagen, wir fahren rechts, oder? Aber wir haben uns jetzt nicht eingefädelt. Dann fahren wir einfach auf die Kreuzung raus und warten, bis keiner mehr kommt, und dann fahren wir rüber. So, und jetzt, wenn keiner mehr kommt, fahren wir rüber. Ganz schön viele LKW. Waren das jetzt drei Renault oder? Nee, nee, nicht drei. So, jetzt kommt keiner mehr, jetzt können wir rüber. So, uah. Haben wir überhaupt Schaden? Nö. Wow. Wir sind schon in Griechenland und haben noch keinen Schaden an der Ladung. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. Das wäre nicht so toll. Da sind Fragezeichen, das heißt, dürfte eine Arbeitsagentur mal wieder sein und ein Händler. So. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare schreiben, was für euch so ein gutes Let's Play ausmacht, was man da beachten muss oder was ihr zu den Punkten sagt, die ich genannt habe. Es gibt natürlich noch viel mehr Punkte zu beachten, aber ich finde, das ist, was den Kommentar angeht, das Wichtigste. Also so kleine Tipps, die man beachten sollte. So, jetzt würde ich gern fahren, wenn der da nicht wäre. Er steht da so lange, bis wieder rot ist. Ich sehe es kommen. Genau. Es ist wieder rot. Und wir dürfen wieder warten. Danke, Geländewagen. Wo ich nicht entziffern konnte, welcher Hersteller das ist. Ach, ja, die KI. Weil das ist ja nicht zweispurig, da hätte doch eigentlich durchkommen müssen. Die KI gibt manchmal Rätsel auf. Besonders schlimm finde ich die KI ja, wenn man am Berg ist, sich da langsam hochkämpft und dann kommt er von hinten angeschossen, fährt einem hinten drauf. Ja, schlimm genug. Dann fährt er einem nicht nur hinten drauf, sondern macht eine Vollbremsung, wartet, lässt ein bisschen nach vorne fahren, nimmt dann Anlauf und fährt einem nochmal hinten drauf. Das ist ja noch schlimm. Oh, ein Renault hinter. Kann's kaum glauben. Ach ja, das ist auch so ein Thema. Die LKW-Marken. Also ich muss ja sagen, ich habe schon, seitdem ich mich so in dem Bereich der LKW bewege, also ich interessiere mich für LKW ja erst, seitdem ich den Euro Truck Simulator kenne. Vorher hat mich LKW eigentlich kaum interessiert. Ach, ein Jeep ist das. Vorher haben mich LKW kaum interessiert. Seitdem interessiere ich mich plötzlich dafür. Und ja, da ist mir auch aufgefallen, bei fast jeder Marke gibt es Leute, die sie hassen. Ja, also ich würde sagen, die am häufigsten vorkommen tun Renault, Mercedes und teilweise auch Volvo. Und dann gibt es wiederum Leute, die lieben diese Marken. Also bei Renault kenne ich jetzt keinen, der die Marke verehrt. Aber ich glaube, bei Mercedes und bei Volvo sind schon einige runtergekommen. Obwohl Volvo, ja, ich mag Volvo schon. Also, und es gibt auch einige, die Volvo mögen. Aber es gibt auch einige, die es nicht, diesen Volvo nicht mögen. Also, ich muss sagen, es gibt für mich keinen Hersteller, den ich hasse. Und ich würde auch mit allen durch die Gegend fahren. Also, ich habe auch schon Vorschläge bekommen, was wir als nächstes, welchen LKW wir uns als nächstes anschaffen. Wenn keine neuen dazukommen, wird es einer von denen sein. Und ja. Wie gesagt, es gibt keine LKW-Marke, die ich hasse, und ich würde mit allen auch fahren und hätte nichts dagegen. Hätte keinen Einwand. Also, wenn ihr Renault-Fans sein dürft, zum Beispiel, wünscht euch ruhig ein Renault.
Wenn der nicht überstimmt wird, dann wird es vielleicht auch einer werden. Ich habe da kein Problem damit. So, und jetzt sind wir bei 15 Minuten angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie immer natürlich, Kommentare sind gern gesehen, noch lieber als Bewertungen, die natürlich auch. Da wird natürlich auch keiner gehauen, wenn er das Video bewertet. Und ja. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.